Hallo Leute und herzlich willkommen zu Cute Tomb Raider 3. Und letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir festgestellt haben, dass man hier Sauerstoff hat. Und heute machen wir damit weiter, indem wir hier rein schwimmen. Und uns Schalter betätigen als Sport ausgesucht haben. Ja, damit will ich eigentlich nur sagen, ich gucke, dass ich so schnell wie möglich alle Sachen machen kann. Achte aber immer wieder darauf, dass ich hier wieder zwischendurch Luft hole. Ich dort noch mal hoch. Ah. Komm schon! Oh, come on! Und wir sind down. Okay, Leute. Weil ich das erahnt habe, habe ich vergessen zu speichern. Scheinblätter. Okay. So. Kurz an einmal speichern, weil wir das geschafft haben. Ah, okay, das hat jetzt irgendwie sich an einer unsichtbaren Wand jetzt komplett verhakt. Weil da kam ich jetzt, hier, jetzt kam ich smooth durch.
es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Gerade so. Das hat, ihr seht, es hat einen Fitzel angegriffen. Einen ganz kleinen Fitzel. Wir speichern wieder. Ich atme kurz durch. Und weiter geht der Spaß. Vor allem muss ich aufhören, hier an jeder Kante hängen zu bleiben. So. Das war nicht die Tür, aufgegangen ist. Okay. Wisst ihr was? Das war wie Cheaten, aber ich will jetzt nicht tausendmal den Weg neu hin und her schwimmen. Das müsste aber da sein eigentlich. Oder bin ich jetzt steppert und ist hier irgendwo? Wenn ich denn mal steuern könnte vernünftig. Moment. Hier wollte ich nämlich lang. Aber da ist auch nichts. Okay, warte mal. Ah, also den roten Gang. Schalter gelegt. Braucht Sauerstoff. Ganz dringend sogar. Speicher einmal schwissen. Oh, cool, hier geht's nach oben. Sorry, wenn euch schwindelig wird. Aber... so konnte ich jetzt gerade schnell nach oben. Oder kam ich mehr oder minder schnell nach oben. Okay. Ich speichere mal. Okay.
Vielleicht soll ich mal den Hebel hier umlegen. Ja, kurz eine Heilung. Einmal gespeichert. Okay. Weil ich wieder nicht weiß, ob das mit Zeitfenster läuft. Ah! Gute Güte, ey. Wieder mal Speicherpunkt. Und ich habe ja ein zu viel gemacht hier an der Stelle. Gut, hier möchte ich nicht lang. Da muss ich aber wohl oder übel lang und es ist echt laut. Und ich bin genau drunter gebremst, ich Schlaumeier. Ah! Schon wieder! Warum bin ich denn so deppert? Es wurmt mich so langsam, Leute. Okay. Gut, ich bin durch. Ich habe keine Ahnung wie, ich heile mich aber mal komplett. Ich speichere auch dementsprechend. Wisst ihr was? Und ich speichere jetzt in 10er Schritt mehr einfach. Dann gleiche ich das wieder aus, was ich gerade versemmelt habe, quasi. Okay. Zufall. Aber guter Zufall. Für mich zumindest.
Okay, da liegt noch Munition. Okay, ich guck noch mal zurück. Da ist sogar noch Heilung. Alle Sachen, die ich dann quasi übersehen habe. Okay. Keine Ahnung, was das war und woher das kam gerade, aber ich bin weg. Okay, hier kann ich den Schlüssel einsetzen. Ach du willst mich doch veralbern. Dahin muss ich wieder zurück. Dann will ich aber vorher noch einmal gespeichert haben, ne? Boah, zuck ich wegen so einem Scheibenkleistergeräusch zusammen. Ich weiß jetzt immerhin, was das für ein Geräusch ist. Gut, dann speichern wir nochmal. Okay, ich muss hier lang zurück.
Weil hier habe ich wenigstens eine Art Stehfläche. Lara. Okay, jetzt muss ich ja quasi abwarten. Ich speichere lieber nochmal. Es ist halt, wenn man so weiß, okay, man will eigentlich schnell durchkommen. Aber auch gleichzeitig weiß, man hat halt diese Probleme mit den Gegnern. Aha, interessant, hier ist auch jetzt Wasser. Da war das Krokodil. Ah, da habe ich wieder irgendwo Pause gemacht, unfreiwilligerweise. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo. Von daher, bis gleich. Unfreiwilligerweise wollte ich sagen. Ja, ich weiß auch wo. Nämlich bei hier runter gucken fürs Krokodil habe ich nur einmal quasi reingedrückt statt zweimal. Kann passieren, sollte aber am besten Fall nicht. So, ich gucke nochmal, dass ich die Harpune nehme. Ich heile mich mal kurz, weil ich zu blöd bin, um hier rauszuschwimmen gerade. Okay. Und ich speichere mal. Ich habe jetzt, glaube ich, oft genug hier gespeichert, denke ich. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Okay. Jetzt müssen wir hier in diesen einen roten Bereich. Sollte ich relativ schnell finden. Da nämlich. Nein, das war der falsche. Ah, verdammt, ich noch eins. Das war, ach nee, es war dieser komisch pinke Bereich, ne? Okay.
Also nochmal zurück, Luft schnappen und dann nochmal hier hin. Da merkt ihr auch einfach, dass es halt sehr fordernd ist, Leute. Komm schon, los, Lara, los, bitte, mach nicht ein. Auf diesen, ey. Okay. Genau, hier müssen wir nämlich rein. Und falls einem wieder schwindelig wird, es tut mir sorry. Gut, da kriege ich meine ganze Heilung wieder, die ich verbraucht hatte. Okay, grandios. Die eine Heilung nehme ich noch mit. Gut, jetzt wo ich ja weiß, wo das... Nein! Nein, ich habe hier gespielt. Und lass mich raten, hier komme ich nirgends raus, richtig? Oh, scheiße, ich habe die falsche Taste gedrückt. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Von daher, bis gleich. Okay, Leute, ich habe mich jetzt erstmal hier hingespielt wieder. Also bis zu diesem einen Punkt hier, wo ich gerade ja schon alles durch hatte eigentlich. Also sprich in diesem Wasserbecken, wo ich ja mit dem Crafting da durchgefahren bin. Ich werde das beim nächsten Mal nachholen, werde das alles nochmal eben schnell machen dann und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, wir sind raus und ciao, tschüss.